Hi, ich bin Lea und ich studiere hier im vierten Semester an der Technischen Hochschule einen materialwissenschaftlichen Studiengang. Heute sind wir im Materiallabor der Technischen Hochschule Aschaffenburg und wir möchten dir heute die XCT zeigen. Mit der XCT kann man Dinge vor allem in ihrem Innenleben erkunden. Dabei wird Röntgenstrahlung benutzt. Die Röntgenstrahlung wurde ursprünglich von ihrem Entdecker als X-Strahlung bzw. auf Englisch X-Rays betitelt. Mit Röntgenstrahlung können Objekte vor allem in ihrem Innenleben untersucht werden, ohne dass diese Dinge auseinandergebaut oder gar zerstört werden müssen. Das ist vor allem in technischen Untersuchungen sehr, sehr hilfreich, um beispielsweise Fehler im Innenleben zu finden. Die XCT, die X-Ray Computer Tomographie, eignet sich dabei extra gut, da sie dreidimensionale Informationen über das Untersuchungsobjekt freigibt. Heute wollen wir das Ganze mal an einem Überraschungsei demonstrieren. Am Anfang positionieren wir unser Kinderüberraschungsei mittig über unserem Drehtisch, der sich um 360 Grad drehen kann. Auf der linken Seite sehen wir unsere Röntgenstrahlungsquelle und auf der rechten Seite sehen wir unsere Röntgenkamera. Für jeden Winkel wird ein Röntgenbild gemacht, sodass wir insgesamt 360 Röntgenbilder erhalten. Ein Computer berechnet daraus ein dreidimensionales Bild des Objekts. Bevor die Messung gestartet werden kann, muss die Maschine geschlossen werden. Die Messung läuft vollautomatisch ab und dauert ca. 30 Minuten. Hier auf dem Computer sieht man das Bild und das Innenleben des Überraschungseis. In dem Sinne also keine Überraschung mehr. Man kann sehen, es ist ein Plastikauto. Nun wollen wir das Ganze noch überprüfen. Wie du siehst, hat die XCT die richtige Überraschung vorhergesagt. Diese und weitere spannende werkstoffliche Prüfungen kannst du bei Modern Materials kennenlernen.